Hoi, ich begrüße dich zum Start in die neue Woche. Und zwar haben wir Kalenderwoche 19. Auch in dieser Woche ist wieder ein Schnupperlernender bei uns, und zwar der Anthony Kellenberger. Dann kommt ein altes, bekanntes Gesicht nächste Woche wieder zu uns, und zwar der Pablo Ramirez. Er startet wieder bei uns als temporärer Mitarbeiter. Wie du weißt, ist die nächste Woche eine kurze Woche. Am Donnerstag ist Auffahrt und am Freitag machen wir einen Brückentag. Das heisst, wir arbeiten nur vom Montag bis am Mittwochabend und haben dann nachher ein paar Tage Zeit, um uns zu erholen und auf die neue Woche vorzubereiten. Dann kommen wir schon zum Wochenthema. Der Mario erzählt dir, was ihm letzte Woche passiert ist, auf dem Weg auf die Baustelle. Ja, ich war nur noch schwarz. Das ist ein richtig scheiß Gefühl. Das hat mir die ganze Brücke wegtatschen. Das Auto hat sich irgendwie verziehen. Die Röhre hätte brechen und auf die Straße rausgehen. Ja. Ich hatte hier Rohr geladen. Ich bin auf Richtung Malters gefahren, eigentlich ins Optimo hinteren. Und dann auf der Autostrasse hat es mir die ganze Brücke gelüpfen. Und es war eigentlich wegen dem Windstoß. Und dann hat es mir die ganze Brücke gelüpft. Ja. Ich bin eigentlich abbremsen, Pannenblinker hier. Einfach auf den Pannenstreifen rausgefahren. Und dann auf 50 km abbremsen. Und dann ist eigentlich die ganze Brücke wieder oben runtergefallen. Ja. Die Röhre haben zum Glück gut gehabt, weil sie gut angebunden hatten. Ja. Eigentlich nur noch schwarz gesehen. Da sind zwei Autos sind hinten noch gekommen. Sie hätten die ganze Brücke wegtatschen oder mit dem Wind wieder Schuss, weil sie da oben war, hat sie eine grosse Angriffsfläche. Das Auto hat sich irgendwie verziehen oder so. Oder die Röhre hätten können brechen und auf die Straße rausgehen. Ja. Ja, wir haben hier Sicherungsbolzen, wo wir eigentlich bei der Brücke kippen können. Sicher einen vor ihr tun, dass sie nicht kaufen können, ja, die Brücke. Wenn wir die Röhre lassen, würde ich jetzt immer den Bolzen vor ihr tun. Also ich mache es jetzt immer, weil es ist ein richtig scheiß Gefühl, wenn die Brücke während dem Fahren oben ist. Und einfach das Zeug richtig anbinden. Weil ich kann eben von Glück reden, dass nichts passiert ist, dass sie nicht drabgefallen sind. Für das, was sie gut gebunden hatten. Tränken dran, wenn ihr das nächste Mal Röhre lasst. Bolzen führen, gut binden und dann wünsche ich euch eine gute Fahrt. Ja. Gut, danke vielmals Mario für deine Ausführungen und denk daran, was der Mario gesagt hat. Immer gut anbinden, was wir auf der Brücke oben haben und auch die Dörren wechseln, damit uns die Brücke nicht abgelüpft werden kann. Dann kommen wir schon zu den Bildern von der letzten Woche von unseren Baustellen und den Gärten, wo wir drinnen gearbeitet haben.
Voilà, das wär's schon gewesen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz guten Start in die neue Woche. Einen schönen Tag, mach's gut, nimm den Test mit und bleib gesund.